Altenburg begrüßen Sie mit mir zusammen den nächsten Ministerpräsidenten von Thüringen, Björn Höcke. Liebe Altenburger, liebe Thüringer, liebe Landsleute, liebe Patrioten, herzlich willkommen auch in meinem Namen hier und heute zum Familienfest der AfD Thüringen im Rahmen des Landtagswahlkampfs 2024. Schön, dass ihr da seid! Tolles Bild von hier oben. Ich habe ja das Privileg, immer so ein bisschen höher zu stehen und dann die Lage wirklich überblicken zu können. Also wenn ihr das sehen könntet, also fantastisch. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ich glaube, ihr seid gekommen, weil ihr wisst, wie wichtig die anstehenden Landtagswahlen sind. Und ihr wisst auch ganz genau, dass wir nicht nur Thüringen schön machen müssen, nicht nur Sachsen schön machen müssen und Brandenburg schön machen müssen nach den Landtagswahlen, sondern dass hier vom Osten der Impuls ausgehen muss, der sich dann über unser ganzes Deutschland fortpflanzen muss. Die Wende, liebe Freunde, die Wende zum Guten, die Wende hin zur Normalisierung, die muss hier im Osten eingeleitet werden und muss dann am Ende unser ganzes Deutschland erfassen und zu einem Land machen, letztlich, dass wieder Deutschland aber normal ist. Das ist unser Auftrag, den wir hier in Thüringen und hier im Osten haben. Und es ist für mich heute wichtig, euch nochmal deutlich zu machen. Wir sind jetzt in der heißen Wahlkampfphase, nochmal deutlich zu machen, was die Alleinstellungsmerkmale der AfD sind. Warum ihr eigentlich keine Alternative zur AfD habt. Ich tue mich immer schwer mit der Alternativlosigkeit, weil es gab mal eine Bundeskanzlerin, die hat ihre Politik als alternativlos dargestellt, was natürlich Politik niemals ist. Das ist klar. Aber ich denke, es ist klar, dass wir ein Kartellparteiensystem haben, dass ihr, egal ob ihr SPD wählt, CDU wählt, Grüne wählt, ihr bekommt immer dieselbe Politik auf der Europaebene, auf der Bundesebene, auf der Landesebene. Ihr kriegt mehr EU, ihr kriegt mehr Bürokratie, ihr kriegt mehr Energiewende, ihr kriegt mehr Multikulti, ihr kriegt mehr Kriegsrhetorik. Wenn ihr das alles nicht wollt, dann habt ihr hier am 1. September die Möglichkeit, ein deutliches Zeichen zu setzen, das nicht nur in Erfurt wahrgenommen wird, sondern in Berlin und darüber hinaus. Tut es bitte! Viele von euch kennen mich ja nicht nur aus den etablierten Medien, da ist natürlich das Zerrbild vor allen Dingen dominant, das von mir angefertigt worden ist, aber viele kennen mich ja auch aus den alternativen Medien, das ist ja gut und wichtig und ja, unersetzbar sind die alternativen Medien, schön, dass es sie gibt. Danke an der Stelle mal an die Medienschaffenden der alternativen Medien, der Freiheitsmedien, wie ich sie nenne. Und ihr wisst, mir ist es wichtig, das Kleine immer auch ins Große einzuordnen und euch immer wieder deutlich zu machen, wie die Gesamtlage ist, damit ihr wisst, warum die Gesamtlage eben auch zurückschlägt auf die landespolitische Ebene. Und das wird mir immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass man das tut, wenn man in diesen Talkrunden drin sitzt. Ja, noch haben wir jetzt im Landtagswahlkampf nicht diese MDR-Talkrunden gehabt, wo die Spitzenkandidaten versammelt sind, aber wir hatten jetzt schon so eine kleine Talkrunde bei den Bürgermedien, die es in Thüringen Gott sei Dank auch in zahlreicher Zahl gibt. Und da sind sie wieder, die Spitzenkandidaten, die ich aus dem Parlamentsbetrieb schon zur Genüge kenne. Und wieder diese selben Phrasen, die man schon seit Jahren und Jahrzehnten hört. Keiner hat mal den Mut, mal Klartext zu reden. Keiner hat mal den Mut zu sagen, wie es wirklich um dieses Land steht. Natürlich haben sie den Mut nicht, weil sie sind ja die Schuldigen. Sie sind ja die, die Jahre und Jahrzehnte lang den Freistaat Thüringen und die Bundesrepublik Deutschland regiert haben. Sie hätten es ja anders machen können. Nein, sie fahren dieses Land gegen die Wand. Deswegen ist die Wahl der AfD tatsächlich dann doch alternativlos. Ich will mal ganz kurz nach Paris gucken, Olympische Spiele. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch Sport guckt. Ich bin ja selbst studierter Sportwissenschaftler. Ich habe Sport studiert, Geschichte und Sport studiert. Bin leidenschaftlicher Sportler, auch heute noch. Habe früher auch mal Sportereignisse mir angeschaut. Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympia. Natürlich tue ich mittlerweile gar nicht mehr. Warum tue ich es nicht? Weil mir der Sport
zu politisiert ist. Zu viel Politik im Sport. Ja? Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Denn erinnert euch an die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das waren vor allem die Diktaturen, die immer den Sport instrumentalisiert haben, um politische Botschaften zu setzen. Und das war dann nach der Wende mal eine Zeit lang überhaupt nicht so. Und seit 10 Jahren fängt das wieder verstärkt an, dass man versucht, über den Sport gesellschaftspolitische Programmatik in die Köpfe der Menschen hineinzubekommen. Und bei der Eröffnungsfeier von Paris war es wieder ganz deutlich spürbar, was die Eliten, die ja im Hintergrund, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien erzählen, aber klar ist, dass es Eliten gibt, die jenseits der politisch gewählten Mandatsträger in den einzelnen Ländern versuchen, auf die Länder Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, ich erzähle kein Geheimnis. Dass die Eliten, die die Kraft und die Macht haben, solche sportlichen Großereignisse zu okkupieren für ihre Zielsetzung, das natürlich genutzt haben. Und was hat man gemacht? Man hat dieses großartige Gemälde des Renaissance-Künstlers Leonardo da Vinci. Ein Stück christlich-abendländischer Geschichte ist dieses Werk, das letzte Abendmahl, nachgestellt. Wie hat man es nachgestellt? Nun, man hat einen fast nackten Sänger auftreten lassen, man hat Transgender-Models auftreten lassen und man hat Drag-Queens auftreten lassen. Und die Absicht dahinter war ja relativ klar. Man hat damit deutlich etwas artikuliert, was ich Selbsthass nenne. Das ist die erste Botschaft. Wir hassen uns selbst, wir hassen unsere Kultur. Und das zweite, man hat deutlich gemacht, dass man die kulturelle Identität und vor allen Dingen auch die geschlechtliche Identität zerstören will. Und Freunde, an der Stelle möchte ich das deutlich einordnen. Selbsthass ist eine Krankheit. Und wer den Selbsthass in den Knochen hat und sich fühlt, dem gebe ich einen wichtigen Hinweis. Geht bitte einfach zum Arzt. Und das gilt dann. Und das gilt dann vor allen Dingen wahrscheinlich für die, die da hinten Gegendemonstrationen spielen und für leider die christliche Amtskirche, die ihren eigenen Untergang auch noch beläutet. Auch das kann man schade finden. Das ist ja auch typisch, ne? Also, die christlichen Amtskirchen sind ja mehr oder weniger letztlich als Mitläufer des Zeitgeistes einzuordnen. Es gibt nur noch wenige Aufrechte in diesen Amtskirchen. Aber die Initiatoren der Pariser Öffnungsfeierlichkeiten haben nicht den Islam verunglimpft. Nein, das Christentum wurde verunglimpft. An den Islam traut sich anscheinend in Europa, auch bei der bunten Gesellschaft, niemand dran. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich will das jetzt mal außen vor lassen etwas. Also klar, Selbsthass gibt es nicht. Es gibt mit der AfD, es gibt mit mir keinen Selbsthass. Und ich möchte, dass wir als Thüringer und als Deutsche auch das überwinden, was uns anscheinend immer noch in den Knochen steckt. So ein bisschen Selbsthass, so ein bisschen übertriebene Selbstkritik. Leute, Deutschland aber normal bedeutet, dass wir endlich wieder ein normales Volk werden. Und uns selbst befreunden und selbst lieben. Einen gesunden Patriotismus in den Knochen spüren. Und das heißt ja nicht, eine Hybris zu entwickeln, dass wir wertvoller sind als andere, darum geht's nicht. Aber wir wollen ein gleichberechtigtes Glied in der Völkerfamilie der Welt sein. Ist das zu viel Anspruch? Ich glaube, nein. Und das Zweite, was ich ganz deutlich sagen muss, der Kampf gegen die eigene kulturelle Identität und die eigene Geschlechtsidentität ist mit der AfD nicht zu machen. Nicht zu machen. Und gerade dieser Kampf gegen Geschlechtsidentität ist ja die augenblickliche Krönung der Dekadenz. Dagegen war die spätrömische Dekadenz ja ein Kindergeburtstag. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Bunten wollen uns einreden, dass unser Geschlecht keine biologische Tatsache ist, sondern ein soziales Konstrukt ist. Den Freunden kann ich nur empfehlen, mal die Hose aufzumachen und mal nachzugucken, wie das dort da aussieht. Dann weißt du, ob ich Männlein oder Weiblein bin. XY-Chromosomenträger, das sind wir Männer, und XX-Chromosomenträger, das sind die Frauen. Das ist eine biologische Tatsache. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage, Freunde. Und wenn sich dann ein Mensch nicht entscheiden kann, und ich weiß, bin ich jetzt Frau oder Mann,
dann ist das auch sicherlich etwas, was nicht schön ist und was belastend ist. Versteht mich da nicht falsch. Aber auch das ist wahrscheinlich eine schwere psychologische Erkrankung. Auch da rate ich dringend den Besuch eines Arztes. Aber was nicht geht, ist, dass diese verschwindend kleine Minderheit, und es sind 20 Menschen gewesen, die in Thüringen vor kurzem mal, als sie befragt wurden von über 2 Millionen Thüringern, welches Geschlecht sie haben, sich das Geschlecht divers haben eintragen lassen. 20 von über 2 Millionen. Und das kann doch nicht wahr sein, Freunde, dass wir uns von so einer kleinen Minderheit, ja, die sicherlich auch schutzbedürftig ist, aber wir können uns doch von einer kleinen Minderheit nicht unsere gesellschaftspolitischen Leitideen vorgeben lassen, die alles grundstürzen und zerstören wollen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und die ganzen Auswüchse, die diese Kultur, diese bunte Kultur hat, die kann man ja jetzt bei Olympia studieren. Da war jetzt der Boxkampf zwischen einem Algerier, einem biologischen Mann, der sich aber als Frau fühlt, gegen eine Italienerin. Nach 46 Sekunden war der Kampf beendet, weil die Frau sich nicht totschlagen lassen wollte von dem biologischen Mann. Verständlich. Verständlich. Ja, es gibt da noch einen anderen Mann, biologischen Mann, der sich aber jetzt als Frau fühlt und dort auch antritt bei den Boxkämpfen der Damen, wohlgemerkt. Wahrscheinlich werden die beiden Herren dann den Endkampf gegeneinander austragen. Und dann haben wir nicht nur einen Olympiasieger im Männerwettbewerb, sondern wir haben 2 männliche Olympiasieger. So buchstabiert man Perversität. Ja, es ist so. Aus den USA hören wir, dass dort Transgender-Männer, also Männer, die eigentlich biologisch Männer sind, aber sich jetzt als Frauen fühlen, in Frauengefängnissen sehr wohl fühlen. Einer von denen hat 2 Kinder im Frauengefängnis gezeugt. Aus Chemnitz hört man ähnliche Vorkommnisse. Und mittlerweile versuchen Transgender-Männer, sich in Frauenfitnessstudio hineinzuklagen. Und Freunde, spätestens jetzt sollte vielleicht auch mal bei Alice Schwarzer und anderen verdienten Frauenrechtsbewegten mal die Alarmglocken läuten. Weil hier geht es wirklich darum, dass die Frauenrechtsbewegung, die über 100 Jahre zu Recht darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Frauen diskriminiert werden. Und heute haben wir die rechtliche Gleichstellung zwischen Frau und Mann. Dass die diesen Kampf rückwirkend verliert, weil die Männer praktisch von hinten herum die Frauenrechtsbewegung bzw. die Ergebnisse der Frauenrechtsbewegung wieder aushebeln. Auch das ist doch pervers. Und da kann man nur an die Frauenrechtler und an die Frauenbewegten appellieren. Macht euch bitte ein Bild, wohin die Reise unter dem Regenbogen geht. Sie geht in eine Welt, die nicht mehr weiß, ob sie Mann und Frau ist. Und das bedeutet letztlich auch, dass ihr eure Rechte als Frauen verlieren werdet. Und das kann doch auch für Frauenbewegte und für Frauenrechtler keine Zukunft sein. Deswegen haben diese Damen auch nur eine Option, am 1. September AfD zu wählen. Und Freunde, was unter dem Regenbogen mittlerweile an Indoktrination betrieben wird, ist völlig unerträglich. Wir haben in Thüringen einen Bildungsplan 0 bis 18, den gab es schon unter Lieberknecht, unter der CDU-Ministerpräsidentin. Damals war es ein Bildungsplan 0 bis 12, jetzt ist er 0 bis 18, ist etwas erweitert worden unter Rot-Rot-Grün. Die Dämlichkeit, den Mist hat allerdings schon die CDU angefangen, die ja sowieso immer mit dem Zeitgeist mitläuft. Ja, jetzt im Wahlkampf wieder rechts blinken, aber ihr könnt euch sicher sein, die schwarzen Brüder, die blinken nur rechts und biegen dann wieder links ab. So, was werden wir machen, wenn wir regieren hier in Thüringen? Wir werden diesen Bildungsplan 0 bis 18, der unsere Kinder schon im Kindergarten sexualisiert. Leute, im Kindergarten habe ich noch nicht an Sex gedacht. Und ich habe auch nicht darüber nachgedacht, was für ein Geschlecht ich habe und ob ich irgendwelche sexuellen Gefühle habe. Das war in meiner Vorstellungswelt nicht drin und ich glaube bei euch auch nicht. Und das ist auch eine ganz schlimme Tendenz, diese Sexualisierung der Kindheit. Ja? Diese permanente Beschäftigung mit der schönsten Nebensache der Welt, gar keine Frage. Ja, und ich bin überhaupt nicht prüde. Aber Leute, unsere Kinder sollen bitte behütet groß werden. Und ich möchte nicht, dass sie im Kindergarten und in den Schulen früh und hypersexualisiert werden. Deswegen werden wir den Bildungsplan 0 bis 18... Wir werden den Bildungsplan 0 bis 18 ersatzlos streichen. Die Regenbogenfahne vor unseren Schulen mit eingeholt. Gender Mainstream wird in den Schulen verboten werden. Diese Sprache, dieser Sprachunfug wird bei uns nicht mehr kultiviert werden, Freunde. Jeder...
Jeder kann zu Hause so sprechen, wie er möchte, gar keine Frage. Und wer genderdeutsch sprechen will, der kann das in seiner Freizeit gerne machen, aber nicht mehr im Unterricht. Schluss mit diesem Dekadenzphänomen. Wir werden die bunte Fahne vor Thüringer Schulen einholen und wir werden den Thüringer Löwen und Schwarz-Rot-Gold hochziehen. Klartext ist ein Alleinstellungsmerkmal der AfD. Ich bin der Klartextsprecher, ich bin dafür in den letzten 11 Jahren hart angegriffen worden. Man hat mich bewusst missverstanden, aber ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Und so sind wir AfDler. Wir kämpfen vor allen Dingen für die Meinungsfreiheit. Die bedrohte Meinungsfreiheit war schon 2013 für mich die Hauptmotivation, in die Politik zu gehen, weil ich seit Kindertagen an ein extrem freiheitsliebender Mensch gewesen bin und bis heute immer noch bin. Die Meinungsfreiheit, Freunde, ist das zentrale Recht in einer Demokratie. Und viele von euch wissen, dass unsere Demokratie schweren Schaden genommen hat, gerade in den letzten Monaten. Wir haben eine Presse, die Regierungspropaganda verbreitet, die nur noch Schwarz-Weiß-Gemälde anfertigt und nicht mehr in der Lage ist, die Grautöne abzubilden. Wir haben eine Regierung, die ihren Inlandsgeheimdienst als Regierungsschutz missbraucht und gegen die Opposition einsetzt, damit dieser Inlandsgeheimdienst uns, also die AfD, unterwandert und zersetzt. Mittlerweile gibt es eine neue Erkenntniskategorie beim VS, die nennt sich Delegitimierung des Staates. Und wer jetzt an die DDR denkt, der hat recht. Die Delegitimierung des Staates war nämlich ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch der DDR. Die DDR ist in gewisser Weise in der Rabulistik des Verfassungsschutzes schon wieder zurück. Ja. Freunde, wir müssen echt aufpassen. Wir verlieren gerade den Rechtsstaat und die Demokratie. Die politischen Prozesse gegen mich waren auch nichts anderes als das deutliche Zeichen dafür, dass der Rechtsstaat aus den Fugen geraten ist. Und das Verbot von Kompakt war eine finale Eskalationsstufe, muss man deutlich sagen. Das hat nichts mehr mit dem Handeln einer demokratischen Regierung zu tun, Freunde. Das war ein totalitärer Akt. Wer oppositionelle Zeitschriften verbietet, der ist kein Demokrat. Seit vielen Jahrzehnten war es nicht mehr so schlecht um die Meinungsfreiheit bestellt in Deutschland. Das ist auch ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir unsere Demokratie verlieren. Ja, es war schon in den vergangenen Jahren ja so, wer mit guten Argumenten gegen die EU Stellung bezogen hat, der wurde von den etablierten Medien und von den Kartellparteien Politikern als Europafeind gebrandmarkt. Nichts lag mir und meinen Parteifreunden ferner. Wer darauf hingewiesen hat, dass in Deutschland seit Jahrzehnten zu wenig Kinder geboren werden und wir endlich die demografische Wende einleiten müssen, wenn wir unser Sozialversicherungssystem erhalten wollen und wenn wir uns als Volk erhalten wollen, ja, das darf man doch auch mal sagen. Ja, das darf man auch mal sagen. Ja, dann wurde man sofort in die Nazi-Ecke gestellt. Man wurde sofort damit konfrontiert, man wolle eine Mutterkreuzpolitik machen. Wenn man vor den Gefahren der Multikulturalisierung gewarnt hat, dann war man ganz schnell ein Ausländerfeind. Und so ging es weiter. Und so wurde die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt. Und heute ist es so, dass 75% der Menschen sich nicht mehr trauen, öffentlich ihre Meinung zu sagen, in Teilbereichen ihrer politischen Meinung oder im Ganzen. Nach der Wende direkt war es genau umgekehrt. 78% der Bundesbürger haben damals gesagt, ich traue mich öffentlich, meine politische Meinung zu artikulieren. Also wir haben hier wirklich einen Umschlag im Gefühl, in einem freiheitlichen Land zu leben, der beachtlich ist bzw. besorgniserregend ist. Und da gibt es eine Marktplatzprobe in der Literatur, in der politikwissenschaftlichen. Und weil ich gerade hier auf einem Marktplatz stehe oder zu euch auf einem Marktplatz rede, will ich die kurz in Erinnerung rufen. Den Namen habe ich jetzt leider gerade verlegt, aber es ist auch nicht so schlimm. Die Marktplatzprobe, die besagt einfach, den Freiheitsgrad eines Landes könnt ihr ganz einfach abtesten. Trauen sich die Bürger frei und offen, ungeschützt, ohne Angst davor, inhaftiert zu werden, ohne Angst davor, Gewalt angetan zu bekommen, ohne Angst davor, in irgendeiner anderen Art und Weise Repression erleben zu müssen, frank und frei auf dem Marktplatz stehend ihre Meinung, ihre politische Meinung zu sagen. Wenn sie das tun,
Und in Deutschland tut es anscheinend nicht mehr so gerne die Bundesbürger in diesem besten Deutschland aller Zeiten. Dann lebt ihr in einem freiheitlichen Land. Ich habe nicht mehr das Gefühl, in einem freiheitlichen Land zu leben. Im Gegenteil, liebe Freunde, dieses stickige Meinungsklima in dieser Republik geht mir tierisch auf die Nerven. Ich ertrage es nicht mehr als freiheitsliebender Mann, als Demokrat. Ich möchte endlich wieder offen meine Meinung artikulieren müssen und dürfen. Freunde, wir als AfD, wir wollen, dass der Freistaat Thüringen nicht nur Freistaat heißt, sondern Freistaat ist. Die Probleme halten, Freunde, die türmen sich hoch auf unserem Land, auf Thüringen und auf Deutschland. Die Infrastruktur zerfällt. Die Bildung ist im Sinkflug begriffen. Die sozialen Sicherungssysteme kurz vor dem Kollaps. Die innere Sicherheit kann man nicht mehr als innere Sicherheit bezeichnen. Man muss von innerer Unsicherheit sprechen, in der wir mittlerweile angekommen sind. Deutschland in einer unguten Dynamik, sich zu deindustrialisieren. Vor wenigen Tagen hat ZF Friedrichshafen angekündigt, 13.000 Industriearbeitsplätze abzubauen in der Automobilzulieferindustrie. Hier in Thüringen haben wir auch viel Automobilzulieferindustrie. Ich kriege die Unternehmen gar nicht mehr zusammen, die in den letzten zwei Jahren hier Konkurs angemeldet haben und gesagt haben, es geht nicht mehr. Die Hochenergie, die Hochpreispolitik im Bereich der Energie macht uns kaputt. Ohne günstige Energie kann Deutschland nicht überleben. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Kriegsgefahr, die über uns schwebt oder über uns liegt. Ein Damoklesschwert und die Altparteien, die Kartellparteien in ihrer dämlichen Kriegsrhetorik befeuern auch noch diese schlimme Dynamik. Freunde, und wen ihr auch heranzieht an Politikern der Altparteien, wie gesagt, ob das die CDU ist, die SPD ist oder die Grünen, in Nuancen unterscheiden sie sich noch, aber im Großen und Ganzen sind sie sich doch einig und sie haben doch keine Lösungskonzepte, beziehungsweise sie sind doch die Verursacher dieser Krisen. Deswegen jede Stimme für die Altparteien, jede Stimme für die Kartellparteien bedeutet die Wahl des Weiter-so. Ich bin überzeugt, meine Freunde in der AfD sind überzeugt, ein Weiter-so kann es für dieses Land nicht geben. Wir brauchen die Veränderung und die Veränderung ist nur mit der AfD möglich. Ich will noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in Erinnerung rufen. Die AfD setzt thüringische, die AfD setzt deutsche Interessen zentral. Und das ist in Deutschland ein revolutionärer Akt. In jedem anderen Land eine Selbstverständlichkeit. In Deutschland ist das ein revolutionärer Akt. Aber wir sind bereit, tatsächlich das trotzdem durchzuführen. Was bedeutet das? Ich will euch das an einem Beispiel mal kurz erklären. Die Rentenproblematik. Gut, das ist jetzt keine Bundespolitik, aber wir haben ja auch ein Thüringer Rentenkonzept als AfD entwickelt und haben uns damit intensiv beschäftigt. Wir haben gerade die Diskussion über die österreichische Rente, die ja wesentlich höher ist als die deutsche. Das wisst ihr wahrscheinlich. Wir haben ein Rentenniveau nach dem Arbeitsleben von 55% des letzten Netto und die Österreicher haben ein Rentenniveau von 87% des letzten Netto. Außerdem bekommen die Österreicher nicht nur 12-mal im Jahr ihre Rentenzahlung aufs Konto, sondern 14-mal im Jahr. Außerdem dürfen sie schon mit 65 in die Rente eintreten und wir regulär erst mit 67. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wären in der Bundesrepublik Deutschland alle froh, wenn wir das österreichische Rentensystem hätten. Also mir geht's jedenfalls nicht. So. Der Unterschied ist, die Beiträge sind ein bisschen höher als bei uns, 2 Prozentpunkte höher, das muss man ehrlicherweise sagen. Und das Zweite ist, ins österreichische Rentensystem zahlen alle ein. Also Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Politiker. Ich finde es gut, hab nichts dagegen. So, jetzt haben Volkswirtschaftler ausgerechnet, ja, das ist ja gar nicht so einfach mit dem österreichischen Rentensystem. Das würde ungefähr 100 Milliarden Euro zusätzlich kosten im Jahr. 100 Milliarden Euro. Das hört sich erstmal viel an. Das Geld sei nicht da, sagen die Volkswirtschaftler. 100 Milliarden Euro. Dazu muss man wissen, 350 Milliarden Euro schüttet die Rentenversicherung jedes Jahr schon aus. Jetzt müssten nochmal 100 Milliarden dazukommen. Wären wir bei 450. Freunde, ich sage euch eins, das Geld ist da. Es wird nur nicht für deutsche Interessen verausgabt. Die Energiewende, eine Energiewende, die kein anderes Land der Welt mitmacht, die uns zum Gespött der ganzen Welt macht,
die ein irrsinnsplanwirtschaftliches Modell ist und ein irrsinniger planwirtschaftlicher Versuch ist, ein funktionierendes Energieversorgungssystem zu revolutionieren. 30 Milliarden Euro jedes Jahr zusätzlich. Die Beiträge nach EU, 25 Milliarden Euro netto, jedes Jahr. Netto, nicht brutto. Brutto doppelt so viel, netto. Die illegale Einwanderung, 50 Milliarden Euro, jedes Jahr. Die Entwicklungshilfe, quer durch alle Bundeshaushalte. Also, Gender Means Mainstream-Projekte in Schwarzafrika. Energetische Wärmedämmung in Ulaanbaatar. Radwege in Peru, die kennt ihr alle. Insgesamt 60 Milliarden Euro. Jetzt rechnet mal zusammen. 30 Milliarden plus 25 sind 55. Plus 50 sind 105. Plus 60 sind 165 Milliarden Euro, die nicht für deutsche Interessen ausgegeben werden. Ich muss jetzt gar nicht auf das Kindergeld zu sprechen kommen, das an Kinder bzw. an ausländische Eltern gezahlt wird, deren Kinder im Ausland leben. Über 500 Millionen im Jahr. Das sind aber Peanuts. Ich will jetzt auch gar nicht von den Kriegskosten sprechen. Komme ich gleich nochmal kurz zu, weil Krieg und Frieden noch ein wichtiges Thema ist. 165 Milliarden. Die 100 Milliarden sind da. Und wir hätten noch 65 Milliarden übrig, um eine große Familienoffensive zu starten, um die demografische Wende einzuleiten und deutlich zu machen, dass Kinderkriegen wird in Deutschland in Zukunft nicht mehr am Geld scheitern. Fachkräftemangel, den beheben wir in Zukunft selber unter einer AfD-Regierung. Und in Thüringen, das war jetzt ein bundespolitisches Thema, das gebe ich gerne zu, aber alles ist mit allem verwoben. In Thüringen haben wir auch jede Menge Einsparpotenziale. Den Kampf gegen rechts, den werden wir sofort einstellen, weil er ein Kampf für Linksextremismus ist. Millionen werden wir da einsparen, damit Berufsdemonstrantentum in Zukunft nicht mehr möglich ist. Und versteht mich nicht falsch, ich freue mich über jede politische Demonstration, wenn sie friedlich abläuft. Das ist ein Zeichen einer lebendigen Demokratie. Und es ist mir völlig egal, ob Rechte oder Linke demonstrieren oder Mitte oder was auch immer oder oben oder unten. Dürfen alle frei demonstrieren, auch in Zukunft wird das so in Thüringen sein. Aber was es nicht mehr gibt, dass man Staatsknete dafür gibt, dass man angemeldete Demonstrationen blockiert, schikaniert und unmöglich macht. Das wird in Thüringen nicht mehr stattfinden. Den linksextremen Sumpf, den werden wir trockenlegen, Freunde. Den werden wir trockenlegen. Thüringen wird ein neutraler Rechtsstaat sein. Er wird keine Propaganda mehr erzeugen, dieser Staat. Er wird sich nicht in die Gesinnungsproduktion einmischen. Ihr könnt selber denken, ihr braucht kein betreutes Denken durch den Staat. Ihr macht euch eure Meinung selber. Ende mit dem Kampf für Linksextremismus in Thüringen. Klimapolitik wird beendet werden in Thüringen. Wir können das Weltklima in Thüringen nicht retten. Ich bin sowieso kein Freund der CO2-Hypothese. Das ist nichts Wissenschaftliches, Freunde. Das ist eine Globalagenda, um eine Wirtschaft zu transformieren. Es gibt wenige, die damit richtig reich geworden sind mit dieser Agenda. Und bezahlt tut das einfache Volk, tut das ihr. Wir werden in Thüringen natürlich die Wende in Migrationspolitik einleiten. Wir werden viel Geld in Zukunft sparen. Am Anfang wird es ein bisschen teuer werden, weil wir natürlich viele Abschiebungen initiieren müssen. Und die Abschiebeflieger, die von Erfurt und vielleicht auch vom Altenburger Flughafen dann starten werden, die werden am Anfang natürlich... Die werden natürlich am Anfang auch ein bisschen was kosten, aber ich denke, das ist gut investiertes Geld. So, und dann werden wir anfangen zu sparen. Wir haben dann Geld für die Schulgebäudesanierung, wir haben Geld für Infrastrukturprojekte, wir haben Geld für eine Familienoffensive in Thüringen, wir haben Geld für eine Tourismusoffensive in Thüringen. Das liegt mir besonders am Herzen. Wir haben so viele schöne Städte in Thüringen, diese ganzen Residenzstädte, Altenburg ist eine davon. Wir haben so schöne Naturlandschaften in Thüringen. Wir müssten die viel offensiver vermarkten, weil ich glaube, dass Urlaub in Deutschland in Zukunft eine viel größere Rolle spielt. Wir lieben unsere Heimat Thüringen, wir sind stolz auf sie und wir können sie Gästen, die uns besuchen, auch gerne und wollen sie auch gerne zeigen und wir wollen sie ihnen schön zeigen. Da würden wir Geld in die Hand nehmen. Krieg und Frieden, wichtiges Thema. Man sagt ja, die Innenpolitik entscheidet darüber, wie wir leben und die Außenpolitik, ob wir leben. Und der Krieg ist ein teures Vergnügen, ein perverses Vergnügen für uns Deutsche. 30 Milliarden Euro Direktzahlung an die Ukraine und volkswirtschaftlich hat uns dieser Krieg bereits 300 Milliarden Euro gekostet.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 300 Milliarden Euro. Und dann natürlich die menschliche Tragödie. Hunderttausende von jungen Männern sind dort gestorben. Und das möchte ich auch deutlich sagen. Es ist mir völlig egal, ob das Ukrainer sind oder Russen sind. Es sind junge Männer, die ihr Leben nicht ansatzweise gelebt haben, die keine Familien gründen konnten, die das Schönste im Leben, nämlich die eigenen Kinder in den Armen zu halten, niemals erleben durften. Das bricht mir selbst das Herz als vierfachen Vater. Ich habe ja 4 Kinder und das ist für mich das Schönste gewesen, was ich in diesem Leben erlebt habe. Ja? Also die Kinder auf die Welt zu bringen mit meiner Frau und für sie da sein zu dürfen. Und allein aus humanitären Gründen. Und ich will jetzt gar nicht Ursachenforschung betreiben. Wer diesen Krieg angefangen hat, das ist ja jetzt erstmal relativ klar. Aber dieser Krieg hat viele Väter, liebe Freunde. Und das muss man auch mal sagen dürfen. Dieser Krieg hat einen langen, langen Anlauf. Einen ganz langen Anlauf. Aber jetzt geht es nicht darum, die Ursachen zu erforschen. Das müssen die Historiker in Zukunft tun. Jetzt muss dieser Krieg enden. Und zwar so schnell wie möglich. Helmut Schmidt hat mal gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen. Recht hat der Mann. Und deswegen war es richtig, dass Viktor Orban, der ungarische Staatschef, nachdem er EU-Ratspräsident geworden ist, sofort nach Moskau gefahren ist, sofort nach Peking gefahren ist. Er hat es richtig gemacht. Denn Frieden beginnt mit dem Sprechen miteinander. Es kann doch nicht sein, dass man nicht mehr miteinander spricht. Das ist in der Demokratie eine Unmöglichkeit und das ist der internationalen Politik eine Unmöglichkeit. Es ist eine Notwendigkeit, miteinander zu sprechen. Deswegen sage ich auch hier und heute aus Altenburg, vielen, vielen Dank, Viktor Orban, für Ihr Engagement für den Frieden. Es war das richtige Zeichen, das Sie gesetzt haben. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, wenn unsere Transatlantiker, unsere NATO-Vasallen von den Kartellparteien, unsere Kriegsrhetoriker, ich muss jetzt keine Namen nennen, ihr wisst alle, in welchen Parteien die unterwegs sind, weiter am Drücker bleiben, dann wird es so sein, dass in 1,5 Jahren Mittelstreckenwaffen der USA in Deutschland, vielleicht auch in Thüringen stationiert werden. Freunde, dann sind wir Angriffsziel. Dann sind wir Angriffsziel und das müssen wir verhindern. Und ich bin mir sicher, dass wir dazu eine überparteiliche Friedensbewegung brauchen. Und ja, Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Ich sage, natürlich muss man verteidigungsbereit sein. Versteht mich nicht falsch. Ich bin kein naiver Pazifist in dem Sinne, dass ich sage, eine Welt ohne Krieg ist denkbar. Ja, es wäre schön, wenn sie denkbar wäre. Immanuel Kant hat ja mal versucht, den ewigen Frieden zu beschreiben und den Weg dorthin. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer, eine Menschheit zu haben, die keinen Krieg mehr miteinander führt. Deswegen muss man als Staat, der souverän sein will, auch verteidigungsfähig sein. Machen wir uns nichts vor, das muss so sein. Und es ist eine Katastrophe, was man mit der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Aber eins ist auch klar, ich will meine Söhne, und meine Söhne sind jetzt 14 und 16 Jahre alt, kommen also langsam in Richtung wehrfähiges Alter. Und wenn ich jetzt die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht verfolge, dann wird mir Angst und Bange in Anführungszeichen, beziehungsweise mir stehen die Nackenhaare zu Berge. Ich bin ein Befürworter der Wehrpflicht, versteht mich nicht falsch, ich bin selbst Wehrdienstleister gewesen und hatte das Gefühl, meinem Staat etwas zurückzugeben, der mir viel gegeben hat. Aber jetzt darüber zu diskutieren, da kommt in mir die böse Ahnung auf, dass unsere Söhne, die wenigen Söhne, die wir überhaupt noch haben, für fremde Interessen in fernen Ländern verheizt werden sollen. Das ist mit uns, mit der AfD, nicht zu machen. Meine Söhne gebe ich nicht. Und an der Stelle muss ich kurz über die neue Partei reden, die entstanden ist. BSW ist ja angeblich auch eine Partei, die für den Frieden ist. Ich habe da so meine Zweifel, ob die das wirklich durchhalten. Ich will das auch begründen. Die Vorsitzende des BSW hat ja vor kurzem der CDU ein Angebot gemacht. Mit dem Vorschlag, die CDU soll hier in Thüringen die Spitzenkandidatin des BSW zur Ministerpräsidentin wählen und dafür würde dann umgekehrt das BSW in Sachsen den Herrn Kretschmer zum Ministerpräsidenten wählen. Habe ich gedacht. Jetzt kommt aber doch einiges zum Vorschein. Über die Köpfe der Thüringer, über die Köpfe der Sachsen hinweg, drängt diese Frau so schnell wie möglich in die Ämter und Pfründe. Kann es so ein Mensch wirklich ernst meinen? Ich habe da so meinen Zweifel. Und ich habe dann auch den Zweifel, dass wenn denn dieses BSW dann mal in Koalition mit einer Kartellpartei ist, die ja die Kriegsrhetorik permanent anstimmen,
dass die nicht dann auch um der Machterhaltung willen einknicken und auch außenpolitisch auf den Kurs des bundesrepublikanischen Parteienkartells einschwenken. Freunde, ich kann mich auch täuschen. Ich bin auch nicht fehlerfrei und bin auch nicht im Besitz der absoluten Wahrheit. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Deswegen auch an der Stelle mein Rat. Wer in Thüringen bei der Landtagswahl am 1. September ein deutliches Zeichen für den Frieden abgeben will, der hat eigentlich nur eine Wahl. Wenn er den Krieg will, dann hat er viele Wahlmöglichkeiten. Die ganze Flöte der Kartellparteien. Wenn er den Frieden will und dieses Zeichen deutlich in den öffentlichen Raum stellen will, dann hat er nur eine Wahl. Und das ist die AfD. Sowieso, BSW, die Spitzenkandidatin, was soll ich dazu sagen, war Oberbürgermeisterin in Eisenach, hat die Willkommenskultur als Bestandteil Eisenachs erklärt. Ja, ist also eine Multikulturalistin vor dem Herrn. Und wenn man sie so reden hört, dann hat man schon das Gefühl, dass sie auch eine entsprechende antifaschistische Vergangenheit hat. Irgendwie die Begriffe, die sie verwendet, scheinen mir in dieser Kultur geboren zu sein. Also wenig Hoffnung, dass sich da was ändert mit dieser Scheinalternative. Ich habe das Gefühl, das ist tiefroter Wein in alten Schläuchen, Freunde. Und wahrscheinlich ein Teil des Planes oder der Strategie, die AfD in ihrem Siegeslauf nochmal einzubremsen. Aber auch das wird auf Dauer nicht gelingen. Der AfD gehört nicht nur im Osten. Die Zukunft, davon bin ich überzeugt. Wichtiges Thema, was auch in den letzten Wochen aufgeploppt ist oder in den letzten Tagen, das sind die RKI-Files. Auch da möchte ich nochmal grundsätzlich Stellung beziehen, weil das in meinen Augen auch ein Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie war, also die Corona-Politik der Kartellparteien, egal ob es Merkel war oder ob es Scholz war, egal ob es Spahn war oder ob es der Klabautermann ist. Ja, jetzt will ich keine persönliche Bewertung vornehmen. Ich will nur an das erinnern, was herausgekommen ist. Das ist das RKI. Man hat sich immer auf die Wissenschaft berufen. Die Politik hat immer gesagt, die Wissenschaft hat festgestellt, das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und nachdem diese RKI-Protokolle ungeschwätzt vorliegen, wissen wir, das RKI hat deutlich gesagt, FFP2-Masken für die allgemeine Bevölkerung jenseits des Arbeitsschutzes, fraglich, problematisch, problematisch. Impfung von Kindern und Jugendlichen, fraglicher Nutzen. Impfung von Senioren in Altenheimen, fraglicher Nutzen. Pandemie der Ungeimpften, gab es nicht. Belastung, Überbelastung der Intensivstationen, gab es nicht. Es ist so, wie Peter Hane das vor kurzem mal in einem Video wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Diese Pandemie, liebe Freunde, diese Corona-Pandemie war ein Fake. Punkt. War ein Fake. Man hat eure Leidensfähigkeit ausgetestet und man hat mit der Herrschaft der Angst gespielt. Man wollte schauen, wie manipulierbar ihr seid. Und ich bin dankbar für viele, die in dieser Zeit mit uns zusammen auf der Straße waren. Ich bin dankbar an die Friedlichen, dankbar für die friedlichen Spaziergänge, die ich ja zahlreich besucht habe. An der Stelle wirklich nochmal herzlichen Dank an alle, die ihre staatsbürgerliche Pflicht geleistet haben und in der Corona-Zeit friedlichen Widerstand geleistet haben. Und um deutlich zu machen, dass wir an diesem Thema dranbleiben, haben wir schon jetzt vor einigen Monaten ins Thüringer Plenum ein Corona-Unrechtsbereinigungsgesetz eingebracht. Das ist natürlich von den Kartellparteien abgelehnt worden. Sobald wir dann in der nächsten Legislatur sind, wird sofort ein Corona-Untersuchungsausschuss geben. Wir werden die Corona-Politik aufarbeiten, Freunde. Wir werden sie aufarbeiten. Der Schaden, der angerichtet worden ist, den kann man nicht mehr wieder gut machen. Der finanzielle Schaden ist das eine, den kann man vielleicht noch ausgleichen. Aber das Leid, das über alte Menschen gebracht worden ist, vor allen Dingen auch über unsere Kinder gebracht worden ist in den Schulen, das kann man nicht wieder gut machen. Irgendwann muss man dann vergessen, weil die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft nicht permanent dominieren darf. Ja, ich bin kein Mensch, der sagt, wir dürfen uns und wir müssen uns so in die Vergangenheit hineinsteigern, dass wir die Zukunft verlieren. Nein, das gilt bei Corona nicht und das gilt für andere Themen auch nicht. Deswegen erst aufarbeiten, die Schuldigen wirklich klar benennen, wenn es möglich ist, sie zur Rechenschaft ziehen, die Opfer, wenn es möglich ist, materiell entschädigen und dann, erst dann machen wir den Schlussstrich unter die Corona-Pandemie, Freunde. Freunde, wir sind die Partei des Friedens, wir sind die Partei der Freiheit, wir sind die Partei der Rechtsstaatsfreunde, wir sind die Partei der
der Fleißigen, der Anständigen und Sparsamen. Wir sind die Partei des normalen Volkes. Wir sind eure Partei. Und ich kann jetzt nicht das ganze Landtagswahlprogramm hier referieren. Ich bitte euch, deckt euch wirklich ein mit Informationsmaterialien. Ich bin stolz auf unser Landtagswahlprogramm. Über 140 Seiten sind es diesmal geworden. Vielleicht ist der ein oder andere Bücherfreund dabei, der sich sogar die 140 Seiten zumutet. Ihr werdet wahrscheinlich kaum etwas finden, das euch nicht aus dem Herzen spricht. Ich bin jedenfalls sehr stolz auf dieses Programm. Und ich kann euch sagen, wenn wir dieses Programm auch nur ansatzweise in Thüringen umsetzen können, dann wird Thüringen wieder ein schönes Land werden, auf das wir stolz sein können. Wir werden nicht sofort alles beheben können. Die Problemhallen sind über Jahre und Jahrzehnte angetürmt worden, allein im Bereich der Bildung. Ja, ich werde oft gefragt, was wollen Sie denn machen in der Bildung? Ich war selbst 15 Jahre Lehrer. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen. Mit Blick in unsere Schulen muss ich sagen, dass unsere Gesellschaft todkrank ist. Wenn man also über Bildungsreformen redet, muss man immer über gesellschaftspolitische Reformen reden. Man muss darüber reden, wir müssen darüber reden, dass wir unsere Werte wiederfinden, dass wir unser Leistungsethos wiederfinden. Das ist ein Weg, der lang ist und deswegen wird es auch in einer Legislatur nicht gelingen, ein komplett neues, effizientes Bildungssystem aufzusetzen. Das ist vor allem eine innere Wandlung, die wir als Deutsche und Thüringer vollbringen müssen, damit unsere Kinder wieder mit einem guten Bildungsfundus aus den Schulen herausgehen. Aber trotzdem werden wir tun, was wir tun können. So schnell wie möglich werden wir erste Erfolge erzielen, das verspreche ich euch. Wir werden beispielsweise den Mittelstand massiv entlasten. Wir werden das Vergabegesetz weiter verschlanken. Wir werden das Klimagesetz kündigen. Wir werden die Datenschutzgrundverordnung, die Bürokratie, Bürokratie und Bürokratie produziert, handhabbar machen für den Mittelständler in Thüringen. Der Mittelständler wird in Thüringen eine gute Zukunft und Heimat haben unter einer AfD-Regierung. Wir werden die Schulen entideologisieren und die Lehrer in ihrer pädagogischen Autorität stärken. Wir wollen den Schulen Schulfrieden schenken. Schulen brauchen Kontinuität, brauchen Planbarkeit und müssen befreit werden von überbordender Bürokratie, müssen befreit werden von Problemen, die die Gesellschaft an sie heranträgt. Unsere Schulen sind zur Reparaturanstalt einer kranken Gesellschaft geworden. Das muss aufhören. Deswegen werden wir Schüler, die deutsche Sprache nicht beherrschen und den Regelunterricht dadurch eben auch belasten, in Vorschaltklassen unterrichten, bis sie des Deutschen mächtig sind, damit der Lehrer nicht mit Multikulturalisierungsproblematiken erdrückt wird. Wir werden, das wird mir vor allen Dingen eine Freude sein und eine meiner ersten Amtshandlungen als Ministerpräsident, wir werden die Medienstaatsverträge kündigen, die GEZ-Beiträge werden in Thüringen abgeschafft werden. Es ist ein leidiges Thema, aber ich kann die Diskussion nicht mehr ertragen. 400.000 Euro verdient ein Intendant. Die politische Neutralität der öffentlich-rechtlichen Sender lässt sehr zu wünschen übrig. Ich drücke mich jetzt mal sehr diplomatisch aus. Die Ausgewogenheit existiert nicht. Guckt allein mal auf Bundesebene, wie oft wir als AfDler zu Talkshows eingeladen werden, beim ARD und beim ZDF. Wir sind krass unterrepräsentiert. So geht es nicht weiter. Wir brauchen neutrale Freiheitsmedien, liebe Freunde. Und auch da haben wir ein Konzept, ein Grundfunk. Es wird einen Grundfunk geben, der Kultur, Wissenschaft, Nachrichten produziert. Aber wir brauchen diesen aufgeblähten Apparat nicht, der uns fast 10 Milliarden Euro im Jahr kostet. Alles das ist unnötig und das wird zurückgebaut werden. Wir werden vor allen Dingen natürlich die Einwanderungspolitik grundsätzlich reformieren. Und ich will dazu nochmal zwei Beispiele hier in den öffentlichen Raum stellen, die jetzt ganz aktuell sind und die euch auch mal zeigen, was grundsätzlich falsch läuft und wo wir ansetzen müssen. Das erste Beispiel ist der durchgeknallte Asylbewerber in Apolda. Die meisten von euch haben von diesem Herrn gehört. Ja? Der ist seit 2014 in Deutschland. Seit 2014. Und er wird von einem Landkreis in den nächsten Landkreis geschoben. Und keiner wird diesem Mann Herr. Der Mann ist vielfacher Straftäter, hat mehrere Identitäten, mit denen er Sozialleistungen erschlichen hat, hat Körperverletzungen begangen, Drogendelikte, alles hat er auf dem Kerbholz, was man auf dem Kerbholz haben kann. Und er ist nach 10 Jahren immer noch in Deutschland. Immer noch in Deutschland. Dieser Mann hätte gar nicht einreisen dürfen. Er hätte gar nicht da sein dürfen, denn allein die Einreise über einen sicheren Drittstaat regelt ganz eindeutig Bundesgesetz und das Dublin-III-Abkommen. Dieser Mann hätte nicht nach Deutschland gelassen werden dürfen. Und das ist das große Problem.
dass über die Bundesgrenze immer weiter illegale Einwanderung nach Deutschland gelassen wird, während wir in den Ländern nicht mehr wissen, wo wir diese Menschen auch unterbringen sollen und auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Menschen auch nur ansatzweise an unsere Werte und Gebräuche heranzuführen. Freunde, deswegen werden wir das tun als AfD Thüringen, was der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer 2015 angekündigt hat. Aber so ist das ja mit den Unionsministerpräsidenten. Immer dicke Backen aufblasen und am Ende kommt nur so ein laues Lüftchen. Wir werden es tun. Wir werden als Freistaat Thüringen die Bundesregierung verklagen. Und zwar verklagen daraufhin, dass endlich Recht und Gesetz in Deutschland eingehalten werden. Illegale Einwanderer müssen an der Bundesgrenze zurückgeschoben werden. Punkt. Ende der Aussage. Und für die Menschen, die sich hier nicht einfinden können und wollen, die werden wir bis zu ihrer Abschiebung in gesonderten Einrichtungen fernab der Infrastruktur von Gemeinden, damit sie keinen Ärger machen können. Und dann werden sie so schnell wie möglich in den Abschiebeflieger gesetzt. Wir werden versuchen, als Freistaat Thüringen Rücknahmeabkommen mit Ländern zu schließen. Auch das ist unserer Einschätzung nach möglich, denn Thüringen ist ein Staat, hat Staatsqualität. Wir werden nicht auf den Bund warten, sondern wir werden selber handeln. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir das psychologische Zeichen setzen. Das Weltsozialamt Deutschland ist zumindest in der Abteilung Thüringen geschlossen. Punkt. Schluss mit illegaler Einwanderung. Und das spricht sich ganz schnell rum. Das kann ich euch schon so andeuten, weil die Leute sind ja alle mit ihren Smartphones verbunden. Das wird sich ganz schnell rumsprechen. Politik hat viel mit Psychologie zu tun. Und der zweite Fall, den ich euch noch kurz berichten will, das ist dieser Flugzeugfall, der sich Ende Juni in Erfurt zugetragen hat. Da kam ein Flugzeug aus Afrika, aus Nairobi, Hauptstadt von Kenia, und landete am Erfurter Flughafen. In diesem Flugzeug waren 154 Afrikaner, Migranten aus Somalia, aus dem Kongo und so weiter. Die sind hier, die bekommen einen Aufenthaltsstatus. Und die werden, wenn es gut läuft, in 3 Jahren Deutsche werden. Nach dem geänderten Staatsbürgerschaftsrecht ist das dann in einer Mindestzeit von 3 Jahren möglich. Wie ist denn das möglich, werden sich einige von euch fragen. Ja, das ist der UN-Migrationspakt. Und wer hat den UN-Migrationspakt ausgehandelt und verabschiedet, der genau das vorsieht, systematische Ansiedlung von Afrikanern in Europa, um die hier entstehenden Lücken durch unseren demografischen Niedergang zu füllen. Es war die CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel und die CDU. Und jetzt macht sich der Bock zum Gärtner und fordert hier in Thüringen eine schärfere Migrationspolitik. Und die sind hauptverantwortlich dafür, nicht nur, dass illegale Migranten über die Grenze drängen, sondern die werden eingeflogen mit dem Flugzeug. Und sind dann hier. Freunde, solche Flugzeuge werden in Zukunft in Thüringen keine Landegenehmigung mehr bekommen. Nur noch Startgenehmigung. Nur noch Startgenehmigung. Und wie gesagt, das Geld, das wir hier sparen bei der Migrationspolitik, das werden wir in die jungen Familien stecken, das werden wir in die Interessen des Thüringers und der Thüringerin stecken. Wir werden es dort investieren, wo es für unsere Leute gut ist. Das Geld, das hier erwirtschaftet wird, das bleibt hier im Land und wird nicht mit vollen Händen an Menschen ausgeschüttet, die hier nichts zu suchen haben und die keinen Beitrag leisten zu unserer Solidargemeinschaft und zu unserer Wirtschaftsgemeinschaft. So einfach ist das. Ganz normale Politik eben. Ganz normale Politik, nichts anderes. Was mir auffällt, das will ich abschließend sagen, und das sollte uns Hoffnung geben, sind immer mehr junge Leute auch bei den Veranstaltungen, die ich jetzt begonnen habe im Rahmen des Wahlkampfes. Und das macht mir große, große Zuversicht und darf uns allen große Zuversicht machen. Und bei der letzten EU-Wahl, da hatten wir 46%, das war eine inoffizielle Wahl, 46% Stimmanteil als AfD bei den Jungwählern von 18 bis 25. Also, die Jugend ist für die Kartellparteien verloren und das ist ein hoffnungsvolles Zeichen für Thüringen und für unsere Zukunft, liebe Freunde. In diesem Sinne, kämpfen wir jetzt gemeinsam in den nächsten Wochen und das möchte ich euch bitten. Helft uns, unsere Informationen ins Volk zu kriegen. Deckt euch ein mit Informationsmaterial. Geht wählen, geht direkt ins Wahlbüro, bleibt dann da, überwacht die Auszählung, notiert euch das Ergebnis, vergleicht das Ergebnis, bitte dann mit den offiziellen Zahlen. Wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, dann meldet das bitte an einen AfD-Abgeordneten, beziehungsweise geht in das nächstgelegene AfD-Wahlkreis.
Büro, damit wir diesen Unregelmäßigkeiten auf den Grund gehen können. Wir müssen leider mit Manipulationen rechnen. Wenn ihr Angehörige habt im Pflegeheim, fordert jetzt die Briefwahlunterlagen an. Bitte lasst eure Angehörigen nicht im Pflegeheim und Altenheim wählen, weil wir haben Indizien dafür, dass gerade in diesen großen Altenheimen durch die Briefwahlen, die dann meistens von einem Pfleger durchgeführt werden, dass dort auch manipuliert wird. Ne? Der Pfleger, der die Oma Erna schon seit Jahrzehnten betreut oder seit Jahren betreut, der sagt dann zu Oma Erna, die vielleicht so im politischen Geschäft nicht mehr so zu Hause ist, hier Oma Erna, die SPD, die war doch immer gut für die soziale Gerechtigkeit, die kannst du guten Gewissens wählen. Und so kommen dann merkwürdige Ergebnisse in den Pflegeheimen zustande, die uns ins Grübeln bringen. Ich will mich mal diplomatisch ausdrücken. Also, wer jemanden hat, Opa oder Oma im Pflegeheim, bitte daran denken. Ansonsten, Freunde, der Druck des Establishments wird noch größer werden. Ihr wisst, was seit Anfang dieses Jahres passiert ist. Ihr wisst, dass unsere Demokratie bedroht ist, unser Rechtsstaat bedroht ist. Und man wird sicherlich noch den einen oder anderen Skandal probieren. Lasst euch davon nicht entmutigen. Drückt es einfach in den Skat oder legt es beiseite, wenn die etablierten Medien wieder irgendwas an Skandalträchtigen aufgedeckt haben. Wir sind ehrliche Politiker, meine Mitstreiter sind ehrliche Politiker. Wir sind nicht aus Jux und Dollerei in die Politik gegangen, sondern als gestandene Bürger mit Berufsleben, die sich sehen lassen können. Wir sind in die Politik gegangen, weil wir eine Zukunft für unsere Kinder haben wollen und für unsere Enkel. Wir sind in die Politik gegangen, weil von Deutschland in Zukunft nicht nur der Name übrig bleiben soll, sondern auf Deutschland nicht nur Deutschland draufstehen soll, sondern auch Deutschland drin sein muss. Das ist unser Ziel, Freunde. Wir sind in die Politik gegangen, um eine grundsätzliche politische Wende einzuleiten. Und wir wissen, dass wir diese Wende hier im Osten bewerkstelligen können, dass wir diese Wende hier im Osten einleiten können. Und deswegen macht den 1. September nicht nur zum Zahltag, sondern schreibt am 1. September Geschichte. Beide stimmen für die AfD. Der Osten macht's, liebe Freunde. Es lebe unsere Heimat Thüringen. Es lebe unser geliebtes deutsches Vaterland. Es lebe das wahre Europa. Ich danke euch.